Montag, 8. Juli, wieder Zeit für unsere Wahlsendung, Wahl 13. Es sind noch knapp 80 Tage, so roundabout. Dann wird gewählt, 22. September. Und ich stelle Ihnen jeden Montag einige der Kandidaten vor, die am 22. September dann hoffen, dass sie am Abend im Bundestag sind. Heute habe ich Dr. Martin Petzold eingeladen. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Sehr jung, 28 Jahre, Frischling kann man sagen, nicht in der Politik, aber im Kandidatenreigen. Und Sie kandidierten für die CDU in Berlin-Lichtenberg. Genau, richtig. Da, wo die Linke ihre stärkste Bastion hat. Noch ihre stärkste Bastion. Wir wollen das ja Stück für Stück ändern. Stück für Stück? Warum nicht auf einmal? Ja, Politik ist ja ein Marathonlauf und man muss sich Zeit nehmen. Sie sagen richtig, ich bin jetzt 28 Jahre alt, aber auch schon 10 Jahre politisch aktiv. Ja. Bin über das Ehrenamt im Sport zur Politik gekommen. Bin dann in die CDU eingetreten mit 18 Jahren, weil ich mitwirken wollte, weil ich mitgestalten wollte. Sie sind schon ein alter Hase inzwischen mit 10 Jahren. Also mit 10 Jahren Politikerfahrung bin ich schon fast ein alter Hase so gesehen. Ja. Und wir haben im Bezirk schon einiges gestalten können. Uns ist ja gelungen, vor 2 Jahren gemeinsam mit der SPD und den Grünen einen bürgerlichen Bürgermeister zu wählen in Lichtenberg. Das heißt also, der Bezirk ist im Wandel. Mhm. Und ich denke auch, dass wir das bei der Bundestagswahl sehen werden. Jede Wahl ist offen. Das Ergebnis kann keiner vorher sagen. Und das ist ja das Schöne daran. Mein Ziel ist es, ein sehr, sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Und dafür werde ich kämpfen. Ihre Gegenkandidatin, die bei der letzten Wahl 2009 30 Punkte vor der CDU lag, war Gesine Lötsch, nicht? Oder ist es noch? Beim letzten Mal bin ich ja nicht angetreten. das heißt das gesunde Selbstbewusstsein. Der Vergleich, der hinkt dann vielleicht leicht. Mein 30 Ziel ist Punkte, es, nicht? Es kann schon sein. Ja. Und mein Ziel ist es jetzt, ein starkes Ergebnis zu holen. Die Berliner CDU hat ja auch ein starkes Zeichen Richtung meinem Bezirk gesetzt, indem sie mich auf Platz 7 nominiert haben, auf die Landesliste. Das heißt, ich habe auch wirklich gute Chancen, über einen Landeslistenplatz im Deutschen Bundestag einziehen zu können und damit auch die Interessen der Lichtenberger im Deutschen Bundestag vertreten zu können. Aber direkt gewinnen ist schon besser, nicht? Immer. Das kommt, glaube ich, auch in der Bundestagsfraktion, habe ich gehört, ganz gut an. Was beschäftigt die Bürger in Lichtenberg am allermeisten? Haben wir da noch hohe Arbeitslosigkeit? Wir haben natürlich immer noch eine Arbeitslosigkeit im zweistelligen Bereich. Die ist jetzt aber für Berliner Verhältnisse nicht überdurchschnittlich hoch. Trotz allem ist natürlich das Thema Arbeit und letztendlich etwas zu haben, wo man Anerkennung bekommt, immer noch eines der Hauptthemen, auch eines der Hauptthemen der CDU und auch eines meiner Hauptthemen, weil ich ja als promovierter Ökonom dort natürlich auch theoretisches Wissen sammeln konnte, auch mit meinen 28 Jahren, jetzt auf 3 Berufsjahre komme. Sie arbeiten Studium also beim Gesundheitssenator. Jetzt arbeite ich in der öffentlichen Verwaltung beim Senator Scheier, der dort ja auch einen sehr, sehr guten Job macht. Vorher war ich 2 Jahre auch in der CDU, Wirtschaft. Muss man mal sagen. Auch CDU und im Osten Wahlkreis direkt gewonnen. Ja. Also ich habe da noch Vorbilder, an denen ich mich orientieren kann. Höre auch immer wieder gute Geschichten, wie man sich für seinen Bezirk engagieren kann. Und ich denke, wenn die Menschen merken, dass man sich einbringt, dass man was für seinen Bezirk leistet, dass man was gestaltet, dann hat man auch gute Chancen, gewählt zu werden. Was sind die Antworten, die Sie den Bürgern geben, wenn die fragen, wie wollen Sie, junger Dr. Petzold, wie wollen Sie die Arbeitslosigkeit beenden? Wie wollen Sie die Kluft zwischen Ost und West beenden? Wie wollen Sie die Kluft zwischen Arm und Reich beenden? Und ich weiß nicht, wie wollen Sie vor allen Dingen den Mietenanstieg bremsen? Sind das die Fragen, die Sie gestellt bekommen? Das sind natürlich Fragen, die ich gestellt bekomme. Das Interessante ist, meistens bekomme ich solche Fragen eher in solchen Formaten gestellt. Mhm. Wenn ich mit den Menschen in Kontakt komme, ist es meistens so, dass es vor allen Dingen darum geht, und das verlernen wir Politiker ja oft, dass es vor allen Dingen darum geht, zuzuhören, die Probleme mitzunehmen, oft auch kleine Probleme vor Ort zu lösen. Es gibt ja dieses schöne amerikanische Sprichwort, jede Politik ist immer lokal. Es muss also auch für die Menschen vor Ort fassbar sein und greifbar. Und natürlich kann ich jetzt wissenschaftlich korrekt über aktive Wirtschaftspolitik einen Vortrag halten und darstellen, was man machen muss. Aber ich glaube, das ist oft nicht fassbar für denjenigen. Wenn wir es konkret machen bei den Mieten, was haben wir in Lichtenberg auch dafür getan, um den Preisanstieg zu begrenzen? Ist das doch auch so wie in manchen anderen Bezirken? Natürlich haben wie Sie dort Pankow, Prenzlauer Berg? Natürlich haben sie dort einen Preisanstieg, der sicherlich nicht so heftig wie in Prenzlberg beispielsweise. Aber sie haben schon dieses Problem. Und es kann ja auch nicht im Interesse der Politik sein, dass Menschen ständig umziehen müssen, dass sie aus ihren Sozialräumen gerissen werden. Und deswegen haben wir uns entschieden, einerseits neue Wohnungen zu bauen und damit den Markt zu entspannen.
Und bei diesen neuen Wohnungen, die gebaut werden, auch darauf Wert zu legen, auf der anderen Seite, dass dort dann auch soziale Wohnungen entstehen, die für einen bestimmten Prozentsatz zur Verfügung gestellt werden von den Unternehmern, die dort bauen und damit dann auch für Menschen bezahlbar bleiben, die eben ein Einkommen haben, was nicht so hoch ist. Das hört sich so groß an. Wir haben das beschlossen. Die CDU kann das, glaube ich, kaum beschließen. Ja und die nein. Parteien auch nicht. Sie bauen doch gar keine Wohnungen. Das ist richtig. Aber wir legen ja damit die Grundlagen. Wir haben in Lichtenberg, und das meine ich auch zur Veränderung, die auch der Bezirk durchmacht. Wir hatten 2011 kein Mitglied mehr im Bezirksamt. Wir waren dort nicht vertreten als CDU. Wir, die CDU. Die CDU, genau. Nicht einen einzigen. Nicht einen einzigen. Und ich bin 2009, Anfang 2009 Kreisvorsitzender geworden dort. Uns ist es gelungen, bei der Abgeordnetenhauswahl unser Ergebnis deutlich zu steigern. Von einem einstelligen Ergebnis auf ein gesundes zweistelliges Ergebnis. Und damit ist es uns gelungen, einen Stadtrat zurückzubekommen. Wir haben mit Wilfried Nünte dort einen sehr erfahrenen Stadtrat zum Baustadtrat gemacht, der also dafür zuständig ist, Baugenehmigungen zu erteilen, auch gerade solche Sachen zu verhandeln. Und das hat er getan. Der macht da vor Ort einen guten Job. Und das trägt dazu bei, dass Lichtenberg sich eben positiv entwickelt, neue Wohnungen gebaut werden. Der Preisanstieg zwar auch da ist, aber in einem Maße, der noch vertretbar ist. Nun sagen die Experten, bei all den neuen Gesetzen, Klimaschutz, Energieausweis, kann es gar nicht mehr sein, dass man baut unter 7,50 Euro Quadratmeter. Und dann fragt man sich, wie man denn Mieten von 4,50 wieder haben will. Das ist ja eine Deckungslücke von 3, sagen die Experten. Wie wollen Sie das denn schließen, diese Lücke? Durch öffentliche Subventionen? Ja, wir haben ja mit sozialem Wohnungsbau in Berlin nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Sie werden sich ja vorher mit meinem Lebenslauf beschäftigt haben und ist sicherlich aufgefallen, dass ich über den Strukturwandel der Berliner Wirtschaft promoviert habe und mich da unter anderem damit Deswegen beschäftigt stelle habe. Ich Ihnen ja diese Frage. Sie müssen das nämlich wissen. Ja, und man sieht ja dort sehr deutlich, dass Berlin auch über den sozialen Wohnungsbau eine unglaublich hohe Verschuldung bekommen hat, mittlerweile bei über 60 Milliarden. Man darf nicht vergessen, dass es vor allen Dingen meine Generation sein wird, die diese Schulden abbauen muss. Berlin ist da ja auch auf einem guten Weg. Trotz BER-Skandal ist es uns gelungen, im letzten Jahr ja auch Schulden zurückzuzahlen. Und den Weg muss man weitergehen. Bei den Wohnungen, um konkret zu bleiben, geht es darum, dass man eben auch sagt, es muss ein bestimmter Prozentsatz für soziale Wohnungen auch von den Vermietern angeboten werden. Und das dann quasi über eine Gesamtrechnung ausgeglichen werden. Ja, aber nochmal, wenn der Quadratmeter im Bau 7,50 Euro kostet, aufgrund der Erfordernisse heute im Wohnungsbau, ja, energetisches Wohnen, energetisches Bauen und was auch immer dazukommt, dann kann ich ja nicht für 4,50 Euro bauen und schon gar nicht für 3 Euro vermieten. Absolut richtig. Das ist dann nicht machbar. Deswegen muss man sehen, dass das natürlich in der Breite nicht mehr funktionieren wird. Und es kann die Aufgabe des Staates sein, diesen Unterschied zu subventionieren, weil es am Ende natürlich dann irgendwann zu teuer wird, und zwar für die Gemeinschaft als solches. Deswegen muss es das Ziel sein, dass man Vermieter dazu bekommt, in einer Gegend, wo sie bauen dürfen, auch über die Baugenehmigungen, die sie erteilt bekommen, dazu zu verpflichten, dass sie dort eben auch Wohnungen anbieten, die zu einem bestimmten Preis auch mietbar sind. Die werden sicherlich nicht bei den 4,50 Euro liegen, die sollten aber deutlich unter 7,50 Euro liegen, ja. Wenn Sie sagen, der Vermieter muss dafür sorgen, der kann ja die Gesetze nicht umgehen. Der kann diese Gesetze nicht umgehen. Ich nage Sie deswegen, ja. Ja, weil ich natürlich als Bürger, Entschuldigung, als Bürger wissen will, ich habe die Gesetze, ich muss in bestimmten Rahmen bauen, das ist dann so teuer, aber ich kann und will nur Mieten in einer Größenordnung nur bezahlen, die auch den Renten angemessen ist. Wie ist dieser Konflikt zu lösen? Der Konflikt ist ja in dem Sinne zu lösen, dass es unser Ziel sein muss, dass die Menschen erstens in Berlin mehr verdienen. Wenn die Menschen in Berlin mehr verdienen, werden auch die Renten steigen. Das ist ein Prinzip, was miteinander zusammenhängt. Das heißt also auf der einen Seite auch dazu beizutragen, dass die Lohnentwicklung positiv ist. Warum hat Berlin jetzt diese Mietentwicklung? Berlin hat natürlich auch diese Mietentwicklung, weil es so ist, dass sich Berlin wirtschaftlich gut entwickelt. Und Politik wird letztendlich nicht die Mieten festsetzen können, das ist richtig. Wir haben bestimmte Gesetze getätigt, die natürlich dazu beitragen, dass die Mieten steigen im ersten Sinne. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Nebenkosten damit konstant gehalten werden oder zum Teil sogar sinken. Man muss ja immer die Bruttomiete sehen. Aber erst danach. Erst danach, aber immerhin. Wenn ich Rentner bin mit, sagen wir mal, 900 Euro und ich muss 700 Euro Miete bezahlen, habt ihr noch 200 über? Das geht nicht auf. Das ist richtig, aber Sie werden auch in Lichtenberg oder Rotschenhausen beispielsweise Wohnungen finden
wo sie eben keine 700 Euro bezahlen müssen. Ja, das ist immer ein schwacher Trost, wenn Sie nämlich zu Beginn gesagt haben, auch in Lichtenberg, in Ihrem Bezirk steigen die Mieten. Absolut. Dann kann ich mir aber das es ist auch ein wunderschöner Bezirk. Ich kann Ihnen da schöne Wohnungen zeigen. Sie sind herzlich willkommen. Wir reden ja über Wahl 13. Sie kandidieren in Lichtenberg und wir reden über die Fragen, die die Bürger in Berlin beschäftigen. Und ich glaube, dieses Mietenthema ist eines ganz Wesentliches. Absolut. Oder ist das nicht so, doch, wenn Sie auf der Straße sind? Doch. Was wollen die Leute wissen von Ihnen? Die Leute wollen wissen, was wir dagegen tun. Und ich habe Ihnen ja deutlich gesagt, was wir in Lichtenberg vor Ort dafür tun können. Das ist vor allen Dingen, den Markt zu entspannen, neue Wohnungen zu bauen. Das wird vor Ort auch gemacht. Ich unterstütze das persönlich auch. Da ist genug Fläche vorhanden, ne? In Lichtenberg. Ist genug Fläche vorhanden. Es wird immer weniger, aber noch ist genug Fläche vorhanden. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, mit Bundesgesetzen, die CDU hat jetzt ja ihr Wahlprogramm vorgestellt, mit Bundesgesetzen dazu beizutragen, dass Vermieter eben nur in bestimmten Höhen Mieten erhöhen können über die Jahre. Und damit können wir natürlich dann auch die Mieten und den Mieteranstieg begrenzen. Wer soll denn aus Sicht der CDU und aus Ihrer persönlichen Sicht künftig die Maklergebühren bezahlen? Gute Frage. Gibt es unterschiedliche Auffassungen? Sie als Vermieter oder ich als Mieter? Ich würde mal sagen, als Vermieter. Ich bin ja kein Vermieter. Ich würde schon dafür plädieren, dass der Vermieter diese Maklergebühr übernehmen muss. Wenn das so einfach ist, denn der Vermieter nimmt die, weil er Auftraggeber ist. Das ist die Argumentation. Ja. Wenn es so einfach ist, warum hat man es denn nicht schon längst gemacht? Man muss es ja nur umdrehen. Vielleicht, weil es noch keinen CDU-Lichtenberger Bundestagsabgeordneten gab. Ein Thema, was ich dann direkt mitnehmen kann. Ich nehme Sie beim Wort und wir nehmen Sie beim Wort. Gerne, wir können mich dann wieder einladen. Eine kleine Pause und Sie schreiben sich das auf den Zettel. Der Bundestagskandidat, Sie wollen ja erst noch im Bundestag kommen, stehen aber auf Platz 7 der Landesliste, Dr. Martin Petzold, will das schnell ändern, dass der Vermieter die Maklerkaution bezahlt und wir nicht mehr als Mieter. Das ist ein Wort? Das ist ein Wort. Sie lassen mir aber ein bisschen Zeit, bitte. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Bis gleich.